Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch Feiner Sand vor, erschienen bei 2F und das Ganze gibt es spoilerfrei. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Das Spiel ist vom Friedemann Friese, wie gesagt, erschienen bei 2F für 1 bis 4 Spieler. Es gibt also auch eine Solo-Variante, die ist separat beschrieben. In der Anleitung geht ca. 30 Minuten, ist ab 10 Jahre. Ja, hier unten steht schon ein Fabelspiel und es ist auch kein Deckbauspiel, sondern eigentlich Deckabbauspiel, weil wir versuchen hier unser Deck, was wir hier vor uns liegen, abzubauen, die Karten quasi auch loszuwerden. Fabelspiel, zu dem komme ich später noch, weil wir zeigen euch in dem Fall einfach mal quasi das erste Szenario, das Einstiegsszenario, und ich möchte auch in diesem Video so gut wie gar nichts spoilern. Ich zeige nachher noch ein paar Texte, aber das sind jetzt keine Spoiler etc., weil das Spiel bietet durchaus eine Menge Potenzial, eine Menge Spielspaß. Deswegen ist das die Einführungspartie und darin wollen wir euch das Spiel auch in Kürze vorstellen mit den wichtigsten Abläufen, bevor es am Schluss das Fazit gibt. Ein Hinweis möchte ich aber gleich vorneweg geben, weil in dieser Schachtel sind zwei Kartenpacks. Und die mischt ihr bitte nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Bei Friedemann Friese muss man immer aufpassen mit den Karten, gerade aufgrund der letzten Spiele, die mischt ihr nicht. Ihr müsst sie allerdings trennen nach Spielersymbol. Die Silke holt jetzt mal die Karten. Wir zeigen euch das Ganze nämlich jetzt auch gleich zu zweit. Weil es gibt quasi Decks für die vier Spieler und da nehme ich einfach mal die zwei. Und diese Decks müsst ihr auch nochmal trennen. Das heißt, ihr habt einen Stapel quasi für das Standardspiel und einen Stapel, der in weiteren Partien hinzukommt. Also nicht der ganze Stapel, aber einzelne Karte. Die Silke zeigt das jetzt hier, in dem Fall sieht man das Symbol. Darauf müsst ihr achten. Also wenn ihr die zwei Stapel dann erstmal rausnehmt, dann legt sie erst einmal separat. Nutzt auf jeden Fall die beiliegenden Zipptüten. Hier könnt ihr das Material verstauen. Allerdings, wenn ihr wirklich einen Fehler macht, ist das auch kein Problem. Das zeige ich auch nachher nochmal in der Anleitung. Silke zeigt es gleich. Da sind die Karten des einzelnen Decks nochmal hinterlegt. Hier seht ihr, wie ihr also diese Karten, diesen Stapel sortieren könnt. Weil sonst könnten wir euch ja das Einstiegsszenario gar nicht zeigen, was wir schon ein paar Mal gespielt haben. Das heißt, ich habe hier quasi meinen Stapel und der wurde sortiert. Das haben wir nämlich jetzt nochmal gemacht vor dem Dreh. So wie es vorgegeben ist, sodass ihr das Einstiegsspiel auf jeden Fall absolvieren könnt. Und da liegt jetzt auch erstmal der Kern drin, weil ihr wollt ja auch kennenlernen, um was es geht. Zuerst einmal, ja, um was es geht, sind eigentlich Sandburgen bauen. In dem Fall passt ja auch feiner Sand. Wir wollen die Karten loshaben und unter anderem bauen wir mit unseren Karten auch hier Sandburgen, je nachdem, was sie angeben. Man sieht hier, ich habe ein Tableau, die Silke hat auch ein Tableau vor sich und auf dem Tableau sieht man auch die Aktionen, die hier zum Tragen kommen. Weil ich habe ja ein Deck, ich ziehe hier nachher Karten, das wird im Einstiegsszenario mit 6 Karten vorgegeben und dann mache ich in der nächsten Runde nichts anderes, als dass ich 2 Karten nachziehe, weil die Option habe ich hier am Anfang, das hat jeder Spieler, so sieht man es besser. Und dann lege ich meinen Ring auf die linke oder auf die rechte Seite. Der Ring soll dazu nur dienen, dass man es nicht vergisst, welche Aktion man ausführt. Das heißt, man legt den drauf und dann kann ich eine Karte bauen. Ich kann Karten oberhalb bauen des Tableaus, das seht ihr gleich. Das sind die Sandburgen. Ich kann aber auch weitere Farbkarten unten anlegen, um hier praktisch mich zu verbessern in einzelnen Bereichen. Ich kann den Ring allerdings in Aktion 2, also seht ihr, die erste Aktion ist Karten nachziehen, die zweite ist bauen oder Karten nachziehen, kann auch Karten nachziehen. Und wenn ihr mehrere blaue Karten unten dran liegen habt, könnt ihr quasi auch mehrere Karten nachziehen. Naja, es kommt allerdings noch die letzte Aktion, beziehungsweise die dritte hier da ist, das ist das Handkartenlimit und das sind 3 Karten. Und habt ihr mehr als diese 3 Karten, dann legt ihr sie auf den Ablagestapel. Und dieser Ablagestapel ist hier nebendran. Aufgabe des Spiels ist es somit, sein Deck an Karten, in dem Fall loszuwerden. Und wer das als erster schafft, ja, der hat quasi eigentlich schon fast gewonnen. Das wird natürlich verglichen noch den Mitspielern. Eine Besonderheit ist dieser Stein. Weil ihr werdet es gleich merken, jetzt am Anfang nicht, weil wir es euch ja demonstrieren wollen. Wir spielen es ja mittlerweile so, man legt einen Stein in die Mitte, die Silke dann auch und jeder führt seinen Zug dann durch. Und hat man den Zug dann durchgeführt, legt man den Stein wieder einfach oben drauf. Und das ist echt gut gemacht, weil
Es gibt hier keine Downtime, nur am Anfang, klar, jetzt um euch das zu demonstrieren, dass ihr da peu à peu reinkommt. Aber man weiß, wenn noch ein Stein in der Mitte ist, dann ist dieser Spieler noch am Zug. Und das müsst ihr unbedingt beachten, weil die Züge müssen natürlich immer gleich sein. Erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, weil sonst hat ja gleich einer seine Karten los. Und wenn ich hier keine Karten mehr nachziehen kann, dann nehme ich diese Karten und mische die quasi neu dazu. Es gibt hier natürlich Sonderkarten noch in dem Spiel. Das heißt, hier in dem Fall... oder Aktionskarten, so heißt es, Sonderkarten, Aktionskarten, die könnt ihr natürlich nutzen, die dreht man dann entsprechend rum und hier kann ich eine Karte abwerfen auf meinen Stapel. Hier sieht man die Karten von mir und von der Silke. Das heißt, ich wirf einfach eine Karte ab. Das ist ein Geschenk für den Mitspieler. Ein Geschenk. Und das Geschenk akzeptiert er, wenn er auch eine Karte drauflegt, weil, ich erinnere mich gestern noch an die Partie, die Silke hat eine Karte nach der anderen draufgelegt. Ich wollte einfach meine Karten behalten, war doof. Steht auch drin, der Anleitung, gibt die Karten ruhig ab. Weil am Ende wird geguckt, bei allen Spielern haben die Geschenke auf ihren Karten schon verteilt. Dann werden die Karten weitergegeben, aber nur eine Karte. Denkt auf jeden Fall daran. Sondern es gibt noch eine kleine Besonderheit und dann steigen wir auch gleich ein. Wenn ihr Karten baut, in dem Fall, ihr seht das nachher, die Karten könnt ihr bauen mit einzelnen Karten, die haben einen Wert von 1. Manchmal sind Münzen abgebildet, dann ist das der Wert. Seht ihr gleich von den Kosten. Wenn ihr Karten baut, Sandburgen baut ihr hier und die Karten, die Aktionskarten baut ihr hier. Ihr müsst allerdings dran denken, dass ihr bestimmte Karten natürlich nicht sofort verwenden dürft. Ihr dürft nur, wenn ihr lila Karten hier abwerft, gebaut habt, die zählen für den Zug. Das ist quasi das Handkartenlimit am Ende. Und wenn ihr gelbe Karten kauft, weitere, dann dürft ihr die auch nutzen. Das ist ganz wichtig. Also nicht hier insbesondere bauen und ziehen, dass ihr die gleich nutzt. Das heißt, ich baue eine rote Karte und darf dann sofort nochmal bauen. Das ist nicht der Fall. Aber ich denke, das waren jetzt alle wichtigen Infos. Ihr wollt ja auch ein paar Sequenzen sehen, deswegen steigen wir auch gleich mal in eine Partie ein. Die Münzen in der Mitte, die spielen noch gar keine Rolle. Die zählen eher, je nachdem, als Tiebreaker bzw. am Ende. Das heißt, ich lege jetzt den Stein hier erst einmal in die Mitte und ziehe 6 Karten. Die Silke hat schon ihre 6, glaube ich. 3, 4, 5, 6. Und jetzt machen wir das ganz langsam. Das heißt, normalerweise geht das jetzt parallel. Und jetzt zeige ich euch mal die Karten. Das ist nämlich der Startdeck. Das hat die Silke auch auf der Hand. Ich habe hier 2 Münzen. Ich habe hier eine Sandburg. Ja, in dem Fall. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Fünferkarte auszuspielen. Das heißt, mein Limit kann ich erhöhen. Ich habe hier eine Viererkarte. Damit kann ich mehr Karten nachziehen. Ich habe eine Baukarte und ich habe natürlich eine Karte, wo ich im nächsten Zug eine weitere Karte nachziehen kann. Jetzt zeige ich euch das einfach mal, wie man das spielen kann. Das heißt, vielleicht spielst du die Silke anders. Ich mache es einfach mal so. Ich gebe die Zweiermünze aus. Die lege ich dann hinten dran und darf jetzt eine Zweierkarte kaufen. Zum Beispiel bauen. Ich kann jetzt zum Beispiel die hier legen. Ich kann auch sagen, okay, ich gebe hier noch 2 Karten ab und darf hier diese bauen, die einen Wert von 4 hat. Nein, ich sage jetzt einfach mal, jetzt muss ich doch überlegen hier, was ich mache. Doch, das machen wir jetzt einfach als Beispiel, dass das Handkartenlimit auch klar ist. Genau. Ich baue jetzt. Das heißt, ich gehe hier rüber und führe eine Bauaktion durch. So. Und ich baue jetzt diese Karte, weil es doch super. 2. Ihr werdet aber gleich merken, so toll ist das gar nicht, weil ich nur einmal bauen darf. So, und jetzt bin ich hier in dem Zug. Und jetzt merkt ihr, aha, war doch nicht so toll, Jörg, weil ich habe 4 Karten auf der Hand. Ich darf nur 3 haben. Ich muss also eine abwerfen. Und die ist recht teuer, die 7er. Das heißt, die werfe ich ab. Und dann nehme ich mir quasi meinen Stein hier drauf. Dann ist die Silke dran. Die Silke hat schon Karten gezogen. Wie gesagt, am Anfang für die erste Runde zieht ihr nicht nach. Ihr habt schon eure 6 Karten. Jetzt schauen wir mal, die Silke spielt das mit Sicherheit anders. Sie will eine Bauaktion ausführen. So, das geht nämlich recht schnell. Sie hat einen Wert von 2, 3, 4, 5 und darf jetzt quasi diese Karte bauen. Und ab sofort ist die Handkartenlimit nicht nur 3, sondern 4. Und dann wird das wieder draufgesetzt. Ihr merkt, gar nicht so schwer. Und damit sind wir schon in der nächsten Runde. Das heißt, wir legen den drauf. Wie viel? Ja, den lege ich natürlich wieder in die Mitte. Ich ziehe 2 Karten. Zeige ich euch nochmal einen Zug. Vielleicht mache ich es jetzt cleverer.
So, jetzt schauen wir einfach mal, was ich hier für Möglichkeiten habe. Jetzt kann ich wieder bauen auswählen oder zwei Karten nachziehen. Zwei Karten nachziehen wäre ja doof, weil ich habe ja ein Handkartenlimit. Ich will auf jeden Fall bauen. Und übrigens, diese Karte ist schon draußen. Bei der Silke diese Karte. Die mischt sie nicht rein. Ihr mischt nur das in euren euren Nachziehstapel rein. Ihr müsst also die Karten loswerden. So, und was mache ich jetzt? Jetzt überlege ich mal. Ich baue natürlich, ganz klar. Und ich lege einfach mal diese Karte hier hin. Und die kostet mich 4. Ich habe keine Münzen. Genau, ein bisschen drunter schieben, dass man sieht. Das heißt, ich gebe hier diese 4 Karten ab und lege die jetzt dahin. Und das, und da muss ich mein Handkartenlimit noch beachten, das ist eingehalten. Die Silke hat Karten, genau, wieder drauflegen, die Silke hat Karten nachgezogen schon, in dem Fall 2. Sie hat jetzt 3 Karten im Moment. Doch, hast du schon nachgezogen? Sie spielt, genau. Ich darf 2 Karten nachziehen. Genau, damit hat sie 5 Karten auf der Hand. Ihr Handkartenlimit ist 4. Ist ja gar nicht so schlimm. Und jetzt gibt sie eine Karte einfach ab. Und was macht sie? Ich schenke dir eine Karte. Und damit haben wir jetzt auch die letzte Option. Ich denke mal, das ist klar. Wir zeigen euch auf jeden Fall noch ein paar Züge. So, und jetzt ist der Moment, wo man vergleicht. Habe ich auch schon eine Karte verschenkt? Hätte ich vorhin nämlich machen können. Steht auch direkt in der Anleitung. Denkt daran, Karten verschenken ist durchaus cool. Weil die Silke freut sich natürlich jetzt, weil sie bekommt keine Karte von mir geschenkt. Und die andere Karte liegt drauf. Beim Schenken gibt dem Mitspieler nicht alle Karten. Nur die oberste Karte verschenkt ihr weiter. So, das heißt, wir sind schon in der weiteren Runde. Ich schiebe den wieder zurück. Ich ziehe nur 2 Karten. Ihr merkt, wie doof das ist. Ich kann jetzt groß gar nichts anfangen mit den Karten. Ihr seht es ja hier. Also es bringt mir gar nichts. Das heißt, ich werde jetzt eins machen. Ich werde jetzt hier Karten nachziehen. Ich ziehe 3 Karten nach. Und ihr merkt schon, Mensch Jörg, das hat ja auch nicht viel gebracht. Weil ich habe jetzt ein Handkartenlimit von 3. Ich muss also Karten abgeben. Und jetzt behalte ich natürlich die Münze für die nächste Runde. Das ist cool. Die Achter, die ist teuer. Das heißt, die gebe ich auf jeden Fall ab. Die finde ich auch noch sehr teuer. Das heißt, die werfe ich auch ab und habe jetzt ein Handkartenlimit von 3 und lege den Stein drauf. Und so könnt ihr das immer nebeneinander spielen in dem Fall. Sobald die Steine wieder drauf sind, weiß man, jeder Spieler hat seinen Zug gemacht. Immer noch Probleme? Ihr merkt, die Silke hat wieder eine Karte verschenkt. Hätte ich auch machen können. Zeigen wir euch einfach nochmal einen Zug. Vor lauter Erklären hier. So, wieder in die Mitte schiebt. Das macht übrigens die Silke immer bei mir, weil ich das vergiss. So viel zum Ring, der als Hinweis dient. Da schaut die Silke immer bei mir drauf. Ich ziehe 2 Karten nach. So, und jetzt gucke ich natürlich, was ich machen kann. Oh, da sind ja ein paar coole Karten dabei. Sandburgen bauen ist natürlich auch ganz cool, aber komm, das mache ich. Ich will ja die loswerden. Ich gehe auf die Bauaktion. Ich will die Sandburg bauen. Die sind entsprechend mit 2 bezahlen. Ich gebe noch eine weitere Karte ab. Da gebe ich einfach hier diese ab. Handkartenlimit. Moment, ich mache noch 1. Hätte ich auch machen können. Ich schenke auch mal eine Karte hier. So, und dann ziehe ich das gleich mal rüber. Jetzt hat der Jörg sogar mal dran gedacht. Und damit ist mein Zug zu Ende. So, und wichtig, ihr müsst quasi immer diese Karte rumdrehen. Denkt auf jeden Fall dran. Wir lassen sie teilweise offen, weil wir es einfach schon so oft gespielt haben. Da denken wir auf jeden Fall dran. Es kommen aber natürlich noch weitere Aktionskarten dazu. Es war noch nicht das ganze Deck. Ich habe meine immer umgedreht. Hast du immer umgedreht? Ich hab's immer umgedreht. Okay, dann drehe ich es jetzt auch um. Ich vergiss das gern. Aber wie gesagt, streng genommen, dreht sie um. Jetzt decke ich sie wieder auf. Aber Moment, man merkt, ich decke sie auf. Nein, nein, wir sind ja noch nicht fertig. Ganz wichtig, die Silke hat ja noch ihren Zug. Und ihr merkt, so könnt ihr nebenbei spielen. Das heißt, ihr müsst nicht warten, bis die Silke ihren Zug gemacht hat. Dann ist der Spieler dran und der Spieler. Nein, wir spielen parallel. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, hier Geschenke gemacht. Du kriegst die oberste hier. Ich krieg die hier und schauen wir mal, wie cool die ist. Und auf den Ablagestapel legen. Und ich glaube, jetzt haben wir euch auf jeden Fall alle wichtigen Elemente gezeigt. Ich lege hier den Stein wieder zurück, ziehe hier wieder 2 Karten nach und so geht das immer weiter. Und wie gesagt, wenn dieser Ablagestapel aufgebraucht ist, dann wird der natürlich gemischt, bildet ein neuer Nachziehstapel und jetzt schauen wir uns einfach mal, wie das Ganze abläuft bis zum Ende, weil die Wertung, die wollen wir euch natürlich auch nicht verheimlichen. So, wichtiger Hinweis, wir sind jetzt schon am Ende. Die Silke hätte ja Karten nachziehen müssen. Wie viel Silke waren es bei dir? 5. Ich habe. Sie hat 4 nachgezogen. Nee. 5 darf sie. 4 ja, konnte sie nachziehen. Genau. Das heißt, sie nimmt sich jetzt eine Münze. Das heißt, wir spielen jetzt unseren Zug noch. Sie hat jetzt keine Karten mehr. Man sieht es toll. Ich habe noch einen kleinen Ablagestapel. Ich habe allerdings auch noch einen Nachziehstapel. Das heißt, wir spielen jetzt ganz normal unsere Runde zu Ende. Und erst dann folgt die Auswertung. So, jetzt haben wir die Runde fertig.
Wie gesagt, ich habe hier noch eine Karte bekommen, die Silke hat hier noch eine Karte bekommen. Wow, Silke, 4 Karten auf der Hand, ganz schön viel. Wie viel habe ich? Ich muss ja meine Handkarte rechnen, plus die vom Nachziehstapel, plus die vom Ablagestapel. Und das sind hier meine Karten. War ganz schön knapp in dem Fall. Nein, Quatsch, habe verloren. Ach, gleich nochmal. In dem Fall habe ich auf jeden Fall die meisten. So, der Tiebreaker wäre, wie gesagt, die Münzen. Und das war das Grundsystem feiner Sand, aber das war bei Weitem noch nicht alles. Und damit bin ich schon beim Fazit. Ich habe gesagt, ich möchte nicht allzu viel spoilern, wobei man muss auch aufpassen bei der Anleitung. Weil wenn man sich das anschaut, da wird am Anfang erklärt, wie die Karten verteilt werden. Das ist super erklärt, das kommt man recht schnell klar. Das Einzige, wo man wirklich hier schauen muss, in dem Abschnitt, macht da keinen Fehler, am besten gleich in die Zipptüten mit dem ganzen Material. Dann steht hier der Spielablauf erklärt. Und hier natürlich die geänderte Spielvorbereitung für Folgepartien. Das ist natürlich auch das, was die meisten interessieren. Muss ich jetzt wieder alles sortieren? Nein, ihr habt ja die ganzen Karten jetzt diesen Bund gemischt. Ihr sortiert die jetzt nur nach Symbol. Das macht die Silke jetzt auch gerade parallel. Und diese Karten, und damit habt ihr ein neues Deck. Sehr glücksbetont, wird man denken, weil man steigt ja wieder mit 6 Karten ein. Das steht auch so in der Anleitung, dass ihr dann quasi, wenn ihr 6 schlechte Karten habt, dann wirft ihr ab und zieht dann nochmal neue bis zu 6. Also da habt ihr eine Möglichkeit. Aber ihr habt ein ganz neues sortiertes Grunddeck, was sich wieder ganz anders spielt. So, und damit könnt ihr natürlich auch jedes Mal spielen. Und jedes Mal ist das Deck ganz anders sortiert. Ist also die erste Option, die ihr habt. Damit spielt man durchaus gerne, macht auch Spaß, aber das war bei Weitem noch nicht alles. Weil wir haben ja hier die 32 Startkarten hier und jetzt geht es natürlich an die Fabelkampagnen. Der ein oder andere kennt sich ja aus mit diesem Fabelsystem, wo immer neue Elemente hinzukommen, neue Regeln, neue Optionen und hier ist es auch der Fall. Und deswegen sieht man auf den Karten auch solche Nummern und Zahlen. Das heißt, die mit dem Ausrufezeichen, die bleiben auf jeden Fall drin, aber es werden quasi 3 Karten einfach vom Deck gezogen, also 3 Zahlen nimmt man und die werden ausgetauscht. Das heißt, in der ersten Fabelrunde kommen quasi 3 neue Karten zur Geltung und die will ich euch natürlich nicht zeigen. Natürlich sind da ein paar Nieten dabei, aber ein paar coole Karten. Lasst euch da einfach überraschen. Ich habe ja auch gesagt, das Ganze will ich auch spoilerfrei gestalten. Vielleicht gibt es irgendwann später noch ein Video, aber die meisten werden sich sicherlich freuen und wollen genau diese Hinweise nicht hören. Aber ihr seht es ja hier, das heißt, ihr bekommt 3 neue Karten hinzu und zwar jeder bekommt diese 3 neue Karten für die erste Fabelrunde. Habt ihr die gespielt, 3 neue Karten kennengelernt? Ihr müsst einfach nur in der Anleitung schauen, was die an Bedeutung haben und dann könnt ihr sofort loslegen. Habt ihr die erste Fabelrunde erledigt? Ja, dann wird es Zeit für die zweite Fabelrunde und da gibt es natürlich wieder neue Karten. Man sieht hier wieder 3 neue Karten. Dann gibt es die dritte Runde, die vierte. Und das geht so lange, bis man letztendlich in der 9. bzw. in der 10. und alle weiteren Fabelrunden angekommen ist. Und dann habt ihr noch viel mehr Optionen, viel mehr Möglichkeiten, wie ihr wollt. Ihr könnt das Ganze aber immer wieder zurückmischen zum Grundspiel. Das ist, was wir jetzt auch gemacht haben. Das heißt, ihr müsst halt wieder alle Karten aussortieren, wenn ihr alles durch seid und könnt wieder vom Grundsystem anfangen oder ihr belastet es. Es hängt immer davon ab. Ich mag es am meisten, wenn es ein bunt gemischtes Deck ist mit etlichen neuen Karten. Das macht Laune. Aber so ist die Schwierigkeit nicht am Anfang recht hoch, sondern ihr habt es wirklich ganz solide und kommt dann super mit klar. Das Ganze könnt ihr auch natürlich solitär spielen. Da geht es natürlich um das Abgreifen von Münzen mit einer Übersicht mit dem Wertungsbogen als Solitärkampagne. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin ja nicht so der bekannte Solospieler. Es gibt durchaus ein paar Solospiele, die ich richtig gut finde. Ich glaube, da muss ich auch unbedingt euch mal was zeigen, alles vorstellen. Aber diese Solitärkampagne, die habe ich jetzt nicht gespielt. Das als wichtige Info. Es ist aber hinten erklärt. Das heißt, hier habt ihr den Wertungsbogen für die Solitärkampagne. Ihr bereitet die Karten so vor und ihr zieht quasi immer Münzen herunter und versucht natürlich, ja in dem Fall auch die Aktion clever wie möglich auszuspielen, aber ich sage nicht allzu viel, weil ich habe es ja auch nicht ausprobiert. Für mich war es wichtig, dass ihr jetzt einfach mal das Grundspiel, den Grundcharakter dieses Deck, das hätte ich beinahe gesagt, wieder Deckbau, Deckabbauspiel, so kann man es ja bezeichnen, einfach seht.
Ich find's richtig cool. Also mir gefällt's von Anfang an. Der einzige Knackpunkt, den wir am Anfang gehabt haben, erstmal die Karten sortieren. Wie waren das? Hat man das aber raus mit den Zipptüten, die ja, glaube ich, dabei liegen in dem Fall. Doch, die waren dabei. Dann sortiert er das und dann könnt ihr recht flott einsteigen. Also ihr braucht die Regeln teilweise nicht mal im Vorabend vorbereiten, sondern ihr könnt gleich gemeinsam praktisch hier loslegen. Lest im Prinzip die zwei Seiten vor, was die Abläufe angeht und dann könnt ihr spielen. Und dann habt ihr einen richtig schönes, ja, Familienspiel, gehobenes Familienspiel, je nachdem, wenn man es bezeichnet. Natürlich steigt der Schwierigkeitsgrad an und ich will euch natürlich nicht die neuen Karten zeigen, weil es kommen viele neue Elemente dazu, die natürlich das Spiel attraktiver, will ich jetzt nicht sagen, aber variantenreicher gestaltet, aber da lasst euch einfach überraschen. Ich würde euch auch empfehlen, die Karten nicht im Vorfeld anzuschauen in dem Deck, sondern ihr spielt die erste Fabelkampagne oder die erste Fabelrunde, nehmt die drei neuen Karten, freut euch dann über wieder drei neue Karten und so geht ihr das Ganze in dem Fall durch und da habt ihr genug Partien und ich habe ja auch gesagt, wir spielen es momentan jeden Tag öfters, also da habt ihr genug Möglichkeiten, das Ganze zu absolvieren. Also ihr merkt schon, ich bin angetan von dem Spiel, ich habe jetzt gar nicht viel erwartet, in dem Fall ein Sandkastenspielchen mit Deckbauelementen, nein, es war ganz anders und da hat mich erneut mal der Friedemann Friese als Autor wirklich positiv überrascht. Ist ein sehr schönes Spiel, was ihr auf jeden Fall mal ausprobieren sollt. Also richtet sich auch durchaus an die Familien, die jetzt hoffentlich auch klargekommen sind. Ist ja auch nicht schwer, aber auch für viel Spieler ist das wirklich interessant. Gerade mit diesem Fabelsystem, was jetzt wieder dabei ist, dass ihm wirklich jede Partie was Neues bietet an neuen Elementen, neuen Karten. Also mir gefällt es richtig gut und was man natürlich auch dazu sagen kann, es gibt keine Downtime. Wir haben jetzt extra euch ein paar Runden gezeigt, wo wir praktisch nebeneinander gespielt haben. Aber wenn ihr das Spiel mit 3, 4 Leuten geht ja auch, 4 ja natürlich auch, dann geht es echt flott. Und wir sind es jetzt schon gewohnt, die anderen auch. Das heißt, es geht richtig flott. Und man sagt, ach du bist ja noch dran am Zug, ich muss ja noch kurz warten. Das heißt, es gibt groß keine Downtime, man spielt schnell. Angegeben ist 30 Minuten, mittlerweile liegen wir sogar bei 20 Minuten etwa, weil es richtig schnell geht, weil man natürlich, oder mir kennen natürlich auch irgendwann alle Karten und wissen dann genau, wie man baut und auf was man spart. Und vergisst nicht, steht auch nochmal in den späteren Karten dabei, was jetzt Fabel angeht, vergisst das Schenken nicht, weil, wie viel hat die Silke gehabt? Ich glaube locker 7, 8 Karten, wo sie mir schenken wollte. Ich habe die Geschenke nicht angenommen, weil ich einfach zu doof war und wollte keine Karte ausspielen. Also denkt dran, Schenken ist ein wichtiger Baustein hier bei diesem Deck. Abbauspiel, jetzt reicht es aber mit den Abbauen, was ihr auf jeden Fall bedenken soll, das nur als kleiner Tipp und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, schaut euch das Spiel an, ich sag tschüss, bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.